Rückblick von dieser Woche. Es war eher langweilig von der Schule aus. Aber darum, und vielleicht gerade darum, habe ich ein paar YouTube-Videos gemacht. Das eine bin ich jetzt gerade am Urladen. Dankbar in Adliswil. Das ist nicht ganz so gut gelaufen, wie ich gedacht habe, aber es war eine gute Erfahrung gewesen. Dann den Vlog 12 habe ich gemacht. Das ist der zweite Aufwendung mit Szenen aus dem Tag und Schneiden und Musik und allem. Und aber in der Schule haben wir doch noch, ja, Themen sind eigentlich interessant, Vorlesungen noch nicht. Zum Beispiel in Neuroinformatik haben wir synaptische Plastizität gehabt. Da geht es darum, wie werden neue Synapsen gebildet und vor allem, welche werden verstärkt und welche verkümmert, nach welchen Regeln verhalten sich da. Ja. Da haben wir so die Temporalabhängigkeit gelernt. Also wenn die richtigen Muster miteinander aktiv sind, dann werden die Synapsen stärker. Und dann hatte ich noch ein paar gute Diskussionen mit Kollegen über Themen, die ich in meinem Buch habe. Ja. Das war irgendwie cool gewesen. Dann, schönes Wetter war halt, habe ich im Vlog 12 etwa 10-mal gesagt. Ist aber halt wirklich so gewesen. Heute und gestern war super gewesen. Dann in APC haben wir jetzt Linear Programming, dort haben wir Zeug beweisen. Das ist eben das Thema, das habe ich schon erklärt. Da geht es darum, man hat mehrere Regeln und will innerhalb von diesen Regeln das Optimum rausholen. Und der kommt aus dem Militär, also irgendwie eben das Paradebeispiel ist Essen. Dass man eben schaut, dass man verschiedene Regeln hat. Das eine Regel wäre genug Vitamin, genug Nährstoff, genug Kalorien. Und dann in dem Sinne ein Optimum sucht. Im Militär wäre wahrscheinlich Kostenminimierung ein Optimum, also möglichst wenig Geld ausgeben. Aber man kann auch ganz andere Sachen mit dem machen. Ich weiß jetzt noch kein Beispiel. Also wir haben in der Schule Beispiele, aber die sind so abstrakt, dass ich es jetzt nicht erzähle. Und dann haben wir in Visual Computing, sind wir jetzt beim Graphics Teil und dort lernen wir OpenGL, viele Fremdwörter. Das ist eine Programmiersprache, mit der kann man programmieren, was auf dem Bildschirm soll dargestellt werden. Also für die Gamer, DirectX ist Microsoft Pendant zu OpenGL. Und es ist einfach eine Sprache und dann kann man dort programmieren und am Schluss sind dort Dreiecke, Vierecke, 3D-Sachen auf dem Bildschirm. Ja, und das ist ziemlich cool. Ist aber scheint schwierig zu sein und ich glaube nicht prüfungsrelevant. Jetzt muss ich mal schauen. Am Montag habe ich noch eine Prüfung Midterm über EPC. Und schaue, ob ich da zu fest vernachlässige. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich nicht genug Videos machen, wenig. Weil ich gehe in den Zivilschutz von Dienstag bis zum Donnerstag, am Montag habe ich eine Prüfung und dort habe ich wahrscheinlich kein Internet, kein gutes und dann, ja, gibt es jetzt mal eine Zeit kein Video. Ja, mich freut es aber, dass der Kanal halbwegs gut ankommt. Ich habe jetzt irgendwie meine Videos werden, glaube ich, durchschnittlich 30 Minuten lang geschaut und das ist cool. Ja, ich überlege mir noch irgendwie, eben, was für Formate soll ich machen, dass auch Leute kann interessieren, die mich nicht kennen. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr es gerne mir sagen. Direkt, indirekt, Kommentar, E-Mail, was auch immer. Also noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wenn ihr das Video anschaut.